Gute, ihr Leute. Ja, da sind wir wieder draußen unterwegs. Eigentlich wollen wir nur grillen gehen, aber was soll ich sagen? Wir sind irgendwie hier mitten im Dschungel gelandet. Ja, falls ihr wisst, was das hier ist. Naja, egal. Interessant mal sowas in groß und in echt zu sehen. Naja, wir gehen jetzt grillen und ein bisschen Feuer machen. Also, dranbleiben. Ja, so, aus dem Dschungel in den Dschungel. Wenn ihr wisst, was das für Pflanzen waren, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich glaube ja, es waren Orchideen. Ja, hier ist einer der, finde ich, mit einem der am schönsten verwilderten Gärten, die ich so kenne. Und schön Hanglage. Und ja, da werden wir jetzt mal ein bisschen grillen. Ne? Da werde ich euch mal zeigen, wie die Chilenen ihren Grill anzünden. Und zwar ohne Chemie und nichts weiter. Und das kann auch jeder. Also, weiter geht's. So, geht das los hier. Die chilenische Art, einen Grill anzumachen. Dazu brauchen wir Zeitungspapier. Und dieses Zeitungspapier wird jetzt gerollt in Würste. Und also sowas hat, glaube ich, jeder zu Hause. Ja? Jeder, der hier kostenlose Postwurfsendungen bekommt, wird diese Zeitung haben. So, der nächste. So, ich werde diesen Vorgang jetzt einfach mal ein bisschen beschleunigen. So, nachdem die Zeitungen jetzt gerollt sind, brauchen wir eine Flasche. Warum sich das jetzt die chilenische Art nennt, das kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich machen das die Chilenen so. Aber ich habe das mal so gesehen, gelernt und es funktioniert immer. Es funktioniert hervorragend, ist absolut ungefährlich. Und ja, man spart sich halt diesen Grillanzünder, der dann so richtig schön ekelhaft chemisch duftet, so nach Kerosin. Kerosin riecht genauso wie Grillanzünder übrigens. Und ja, deswegen machen wir das einfach auf eine recht gesunde Art. Also es gibt nachher, ist natürlich, dass die Flasche das Papier an. Wird ein richtig tolles Ding. Und das letzte. So hält man auch ein bisschen die Papiermüllberge klein. So. Alles klar. So, machen wir einen kleinen Schwenk. Na. So, die Flasche ist im Grill postiert. Die Flasche, ich bin doch am Arsch hier, ist handpostiert. Und jetzt geht das weiter. Moment. So, die Flasche steht im Grill. In der Mitte. Jetzt
kommt die Kohle davon. Ja, sieht jetzt noch ein bisschen wirsch aus, aber sehen wir die Kohle und türmen die schön um unsere Flasche mit den Zeitungen auf. Also Prickels gehen da natürlich auch ganz gut sogar. Ich bevorzuge lieber Grillkohle, beziehungsweise die letzten Jahre eigentlich nur noch natürliches Holz. Aber wenn wir das jetzt nicht zur Verfügung hat, nehmen wir natürlich auch mal ein bisschen Kohle. Dann nehmen wir hier die Prickels. Und Herr DSD, wenn du das siehst, das kannst du ja schon mal merken für Gut Eversum, wenn wir vorbeikommen, Kollege. So funktioniert das. Da brauchst du keinen gammeligen Grillanzünder. Ja, der Herr Kollege. Übrigens, ich möchte auch den Chino grüßen. Wir sind uns zwar jetzt bisher noch nicht über den Weg gelaufen, aber wir sind ja quasi in Anführungsstrichen verabredet und ich freue mich schon. Und ich werde dir auf alle Fälle ein bisschen Äppler mitbringen, den habe ich heute schon gekauft. Und ja, und dann können wir mal haben einen kleinen Austausch der Kulturen. So, also ihr seht, das ist da jetzt aufgehäuft. Jetzt wird die Flasche entfernt. So, und somit haben wir uns einen Kamin gebaut. So, Moment. Arsch hier. Scheiße hier. So, jetzt haben wir hier eine Lunte. Und diese Lunte wird angesteckt. Und in den Kamin verfrachtet. Na. Fick dich doch hart hier, ey. So. Jetzt schalten wir um auf den Zeitraffer. Eine Blindschleiche. Die Blindschleichen, die gehören ja zu den Echsen. Es ist keine Schlange. Es ist bei denen auch gar nicht mehr so gut zu sehen, weil eigentlich haben die noch verkümmerte Beinchen. Aber das sieht man bei denen gar nicht mehr so. Ich versuche es noch mal ein bisschen näher ranzukriegen. Sehr schöne Tiere. Ich finde es immer traurig, wenn ich die auf der Straße sehe oder auf dem Feldweg und die sind überfahren. Weil sie einfach wunderschön sind. Übrigens können die auch ganz schön gemein zubeißen. Da passiert zwar nichts, aber man merkt's. Und auch wenn sie sich bedroht fühlen, dann fangen sie an zu kacken. So richtig eklig, so ein richtig fieser Abwehrgestank. Aber ich würde sagen, sie fühlt sich wohl.
Keine Probleme. Ich werde sie wieder in den Misthaufen, in den Haufen entlassen. Und weg ist er. Ja, wie ihr seht, der Grill ist an. Der muss jetzt noch ein bisschen noch durchglühen und dann kann man grillen. Geil. Im Übrigen, das Wort Blindschleiche ist abgeleitet von der Blendschleiche. Also die ist nicht blind, sondern die hat geblendet. Die wurde auch früher, wurde sie genannt die Goldschleiche, weil unter bestimmten Sonneneinstrahlung hat die halt in der Sonne richtig schön golden gefunkelt und daher hat die ihren Namen. Und leider auch ein immer seltener gewordener Gast in unseren Gärten, deswegen ich finde diese komplett naturbelassenen Gärten, ja, die sich einfach mal sich selbst überlassen sind, mehr oder weniger, die finde ich großartig. Und dann halt hier in so einem Kompostbeet, da gehen die dann rein, weil der Kompost, der frische, der wird dann warm, der erwärmt sich und das mögen die sehr gerne. Es ist feucht, es ist warm, das ist deren Abstiegsort. Und ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass auf diesem Grundstück hier zumindest auch der Feuersalamander wohnt. Ich habe auch schon von hier ein Foto zugeschickt bekommen. Das war leider nicht besonders gut verwertbar, weil er sich auf Treppen niedergelassen hat und dort mit Staub eingedingst war. Aber wenn jetzt so irgendwann die Dämmerung kommt oder so, gehe ich mal davon aus, dass vielleicht noch einer rauskommen wird. Abwarten. So, Grill ist an, jetzt wird gleich gegrillt. Mmh, dann wollen wir mal den Appetit ein bisschen anlegen. Eine Vorspeise. Was gibt's dazu? Ein Ratskrone Export für 6,99 im Edeka, der ganze Kasten. Wow. Tada, umgezogen, frisch, die Magie des Films, haha. So, da wir jetzt gut gegessen und getrunken haben, nein, mein Akku ist gestern Abend leer gegangen. Das war dann blöd. Also, willkommen in der Abmoderation. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentar, Scheißdreck und so, wisst ihr Bescheid. Teilen, liken, abonnieren. Ja, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier in so ein kleines Biotop rein und mal gucken, vielleicht sehen wir da noch irgendwas Interessantes und dann, ja, war es das auch schon. Ja, das ist richtig schön Gammelwasser. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich hier die Stechmücken an wie die Weltmeister.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euren Odin.